Die Effekte von Botulinumtoxin und Hyaluronsäure halten ungefähr 5 Monate im Gesicht. Hyaluronsäure in der Lippe hält bis zu einem Jahr. Und die Wangenaufpolsterung und Unterkieferkonturierung mit Calciumhydroxylapatit hält auch länger, auch ungefähr ein Jahr. Also bei der Botulinumbehandlung gibt es kleine Einpiekse und die fühlen sich ungefähr so an wie Augenbrauenzupfen. Also ja, man merkt es, aber man hält es aus. Ein gutes Beispiel für ein schönes Ergebnis einer Unterspritzung ist in der Regel die Raucherfältchen um den Mund rum. Da ist es häufig gut, die Behandlung zu kombinieren. Also man kann als erstes das verlorene Lippenvolumen wieder herstellen. Im Laufe der Zeit kriegen die Lippen ja so ein bisschen nach innen. Das kann man wieder herstellen mit einer elastischen Hyaluronsäure. Und wenn die Lippenkontur wieder schön ist und das Volumen wieder so ist, wie es mal war, oder wer möchte, kriegt natürlich auch ein bisschen mehr, dann kann man noch die kleinen oberflächlichen Knitterfältchen mit einer Oberflächenhyaluronsäure unterfüttern. Also mit einer ganz feinen, die in die obere Schicht gehört. Und mit dieser Kombination kriegt man sehr schöne, natürliche Ergebnisse hin. Sollten Sie den Wunsch nach einer Schönheitsoperation haben, dann gehen Sie bitte zum Fachmann, zur Fachfrau. Gehen Sie zu Leuten, die das können, zu plastischen Chirurgen. Die haben das gelernt, die haben da Erfahrung mit und werden Sie fair beraten. Sollten Sie nicht bei Aesthetic Compass, sondern woanders operiert worden sein und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, dürfen Sie sich sehr gerne bei uns auch vorstellen. Wir führen auch Korrekturoperationen durch, beziehungsweise wir werden Sie fair darüber beraten, ob es Sinn macht oder nicht.